Mein Name ist Olaf Terhorst, ich bin Partner bei MGM und arbeite seit 11 Jahren bei MGM, seit Oktober 2006. Ich habe ursprünglich mal Chemie studiert und bin dann nach dem Chemiestudium war mir klar, ich möchte Chemie nicht weiter fortführen. Das Dasein als Forscher hat sich für mich nicht als das Berufsbild dargestellt, was ich gerne sein möchte in Zukunft. Und ich habe dann, nachdem ich eine Weiterbildung zum Projektmanager gemacht habe, mich dafür entschieden, in die Unternehmensberatung zu gehen, weil ich damals glaubte, und das hat sich bestätigt, dass eine Abfolge von kürzeren Projekten, also 3 Monate bis 12 Monate, ein viel schöneres Arbeitsumfeld für mich darstellt als sehr, sehr langfristige Forschungsvorhaben in einem Unternehmen oder an einer Universität. Ich bin dann als Berater nach Frankfurt gegangen, als in der ersten Station, habe dort in Banken geholfen, IT-Organisationen zu optimieren, bin dann in einem nächsten Schritt nach Düsseldorf gegangen, habe dort Kunden in Nordrhein-Westfalen betreut, immer noch auch Projekte geleitet, bin dann aber auch Geschäftsführer für diese Organisation, die in Nordrhein-Westfalen von dem Arbeitgeber aufgebaut war, zuständig gewesen und habe dann über einen Headhunter den Frank Kneschke, den Gründer von MGM, kennengelernt. Und wir haben beide nach relativ kurzer Zeit, das waren irgendwie so 2 Stunden miteinander reden, festgestellt, dass wir total Spaß drauf haben und Lust drauf haben, MGM gemeinsam miteinander gestalten zu wollen. Und seitdem bin ich bei MGM und bin hier super, super glücklich. Womit wir uns beschäftigen im strategischen IT-Management, ist eigentlich das große Ganze. Wie muss IT in einem Unternehmen organisiert sein? Das fängt an von der IT-Strategie und geht runter bis auf die IT-Prozesse, über IT-Steuerung, IT-Organisation. Wir beschäftigen uns sehr viel mit strategischen Fragestellungen jetzt im Rahmen der digitalen Transformation. Welche Rolle spielt die IT innerhalb des Unternehmens? Treibt sie die Veränderung oder ist sie getriebener? Wie muss sich der CIO positionieren? Ja, und wir sind mittlerweile 11 Leute bei mir im Team, in verschiedenen Senioritätsstufen, von mir als Partner runter bis zum Juniorberater und arbeiten in verschiedenen Projekten da zusammen. Wenn ich mir meinen Arbeitsablauf so anschaue, ist es ein Teil interne Aufgabe als Partner hier, das Unternehmen zu entwickeln und Mitarbeiter zu entwickeln und Mitarbeiter zu betreuen, aber auch Arbeit im Projekt. Wir haben uns damals, als ich mich mit Frank Kneschke zusammengesetzt habe und wir so die Ideen ausgetauscht haben, was man mit MGM machen, was unsere Vision ist, was MGM ausmachen sollte, war uns sehr wichtig, dass wir als Führungskräfte in einem zukünftigen Unternehmen MGM CP auch immer noch Teil von Projektarbeit sein sollen, um nicht abgehoben dieses Unternehmen zu managen, sondern konkret auch wirklich mit den Herausforderungen unserer Kunden von morgens bis abends beschäftigt sind. Und von daher bin ich teils im Projekt, teils mit Mitarbeitern beschäftigt, teils mit internen Abläufen bei MGM. Also ein sehr, sehr weit gefasstes, Aufgabenfeld. Was mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Probleme, auch wenn sie in vielen Beratungen lieber über Herausforderungen gesprochen wird, rede ich da doch lieber weiterhin von Problemen und Leuten wirklich helfen zu können. Es ist das Helfen, das Arbeiten mit Menschen und Spaß an der inhaltlichen Auseinandersetzung.
Also viel dreht sich natürlich um die Familie. Am Wochenende, weil man unterwegs ist und relativ wenig Zeit hat dafür. Dann gibt es viel Sport am Wochenende, viel Freunde besuchen. Aber eben auch ein Teil von mir ist, dass ich vor 4 Jahren einen Verein zum Thema Street Art gegründet habe, der Street Art Künstler unterstützt, der ein Atelier aufgebaut hat, der ein Verein ist, wo wir Menschen, die sich dafür interessieren, Street Art näher bringen. Bei MGM ist man richtig, wenn man auf der Suche ist nach einem Arbeitgeber, wo man als eigenständige Person mit individuellen Fähigkeiten wahrgenommen werden möchte. Wir sind bei MGM immer noch in einer Größe, dass jeder Mensch, der neu hinzukommt zu uns, als diese Person, als dieser Mensch mit individuellen Fähigkeiten wahrgenommen werden kann. Ich sage das immer jedem Bewerber, der sich bei uns bewirbt: Wenn du zu MGM kommst, wirst du dieses Unternehmen verändern. Du wirst mit deinen Fähigkeiten und den Dingen, die du mitbringst als Person, erkannt werden, wertgeschätzt werden und weiterentwickelt werden und wirst mehr Werte für MGM liefern und für unseren Kunden. Wir sind halt nicht so groß, dass man mit seinen Fähigkeiten einer von vielen mit diesen Fähigkeiten ist und Teil einer größeren Herde ist, sondern man wird halt eine herausragende, in dem Sinne herausragende Position einnehmen können, dass man erkannt wird und dieses Unternehmen mit prägen wird, egal wie erfahren man ist. Man prägt das Unternehmen, man prägt das Aussehen dieses Unternehmens, man prägt die Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens und entwickelt dieses Unternehmen mit seiner eigenen Persönlichkeit allein durch das Dasein mit. Und das finde ich halt total schön, das Leuten noch sagen zu können. Und wenn man Bock darauf hat, so wahrgenommen zu werden, dann ist man hier genau richtig. Die Stimmung. Also, ich glaube, einer der großen Dinge bei MGM, nach Aussage von vielen, die uns neu kennenlernen und auch von Kunden, die uns kennenlernen, wir sagen, dass wir eine Truppe an Leuten haben, die Spaß bei der Arbeit haben, die motiviert sind auf der Arbeit, die Freude an der Arbeit haben, die nicht von morgens bis abends ausgenudelt werden und nach 3 Jahren mit einem Burnout wieder ausgespuckt werden, sondern dass wir Leute haben, dass wir Wert auf die Menschen legen, auf die einzelnen Leute und wahrnehmen, dass hinter diesem Mitarbeiter, der seine Arbeit auf der Arbeit erledigt, ein Mensch steckt mit viel, viel mehr Facette drumherum. Das finde ich ganz, ganz toll bei MGM. Diese Stimmung, dieses sich gegenseitig auch unterstützen und sich gegenseitig helfen und Spaß an Inhalten haben. Spaß haben an der inhaltlichen Auseinandersetzung. Das sollte sich nicht ändern, meiner Meinung nach. Und dem Wunsch, Dinge auch mal anders machen zu können, als man es bisher gemacht hat. Und nicht einfach das nur weiterzumachen, weil man es gestern schon so gemacht hat. Das möchte ich, dass sich das nie ändert.